Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Nachdem wir nun in dem Vorstellungsvideo ausführlich Historyline 1914 bis 1918 theoretisch kennengelernt haben, Hintergründe und wie man es spielt, soll es jetzt darum gehen, mal wirklich eine Mission zu spielen und zwar möglichst komplett, wenn es mir dann gelingt, sie zu gewinnen. Ich wähle mal nicht die erste Mission, die habe ich jetzt schon gespielt und die ist auch relativ simpel, aber ab der zweiten Mission wird es schon ziemlich umfangreich. Also wir sind hier bestimmt dann über eine Stunde mit beschäftigt. Ich nehme also die zweite deutsche Mission, da ist der Code Civil, den habe ich hier schon eingegeben. Insofern können wir ganz einfach mal starten. So, und ich werde hier jetzt nicht mehr irgendwie die Spielmechaniken erklären. Das ist ja alles im ersten Video erfolgt. Also wer das nicht gesehen hat und wen das interessiert, der sollte dort nochmal hineinschauen. Ein Hinweis aber trotzdem nochmal, weil die Maussteuerung hier ziemlich schrecklich ist und Joysticks jetzt nicht mehr so angesagt sind, werde ich mit der Tastatur das steuern. Das geht auch ganz gut. Allerdings ist das manchmal für die Aufnahme relativ laut. Muss man hier so ein bisschen rumklimpern und klappern. Also das bitte ich zu entschuldigen. Es geht also jetzt wirklich darum, diese Mission zu gewinnen. Ich habe sie jetzt noch nicht gespielt. Das ist also in gewisser Weise blind nach 25 Jahren oder so. Oder 26 oder 28. Ich weiß gar nicht. Nee, 26 kann es ja frühestens sein. Mal schauen, ob es mir gelingen wird. So, wir gucken uns erstmal die Übersichtskarte an. Und wir sehen, wir sind blau, der Gegner ist gelb. Jeder hat ein Hauptquartier, eine Fabrik, ein Depot. Allerdings ist das nicht symmetrisch aufgeteilt, sondern unterschiedlich verteilt. Der Gegner hat deutlich mehr Truppen, sieht man jetzt schon, als wir. Hier vor allem in der Mitte massiert, hier auch viele Schützengräben. Und das Entscheidende aber jetzt für die Strategie, es gibt vier Fabriken, die es zu erobern gilt. Dort wird möglicherweise noch Material drin sein. Vor allem bringt es aber Wirtschaftspunkte, sodass man neue Einheiten dort bauen kann. Insofern sollten wir auf jeden Fall die Fabriken, die in unserer Nähe liegen, relativ schnell erobern. Es ist so, dass unsere Fabriken, also die jetzt bei uns nah sind, die sind relativ bedrängt schon vom Gegner. Ihr seht das hier, gar nicht weit entfernt. Das wird also ein ziemlich heftiger Abwehrkampf. Darauf müssen wir uns konzentrieren. Hier wiederum diese Fabrik, die ist zwar relativ sicher vom Gegner, aber es dauert sehr lange dorthin zu kommen, weil der Wald hier die Bewegung blockiert. Das ist so die nächste Herausforderung. Bevor wir starten, möchte ich, dass wir uns kurz mal mit unseren Einheiten befassen, die wir zur Verfügung haben. Wir haben hier klassische Infanterie, Kampfstärke 30, Panzerung 20. Das sind so ein bisschen die wichtigsten Werte und natürlich die Reichweite. Wir haben hier die Elite-Infanterie, 43 Kampfstärke, was sehr stark ist, Panzerung 25. Wir haben hier unseren Spähpanzer. Der hat Kampfstärke 35, also besser als die Infanterie, aber schlechter als die Elite-Infanterie. Aber eine bessere Panzerung und ist natürlich sehr schnell. Dann haben wir hier die Lastwagen, die aber im Kampf nicht eingesetzt werden sollten, logischerweise. Wir haben hier die Kavallerie. Die Kavallerie ist ein bisschen besser als die normale Infanterie. Ihr seht es, 33, gleich gepanzert. Und wir haben einen Panzerzug. Das ist kein Artilleriezug, der hat also nicht so eine riesige Reichweite, aber immerhin zwei. Also der kann tatsächlich ein bisschen über die Fernung schießen und hat mit 60 auch eine ordentliche Durchschlagskraft. Ein bisschen mehr sogar, glaube ich, als die mittlere Artillerie, zu dem wir nachher gleich nochmal kommen. Ja, also der ist wichtig. Hier gehen die Gleise gewissermaßen hin zum Gegner. Der Gegner hat auch einen Panzerzug. Hier stehen außerdem Bunkeranlagen des Gegners und der Gegner hat... Na, diese Charons sind auch im Prinzip so ein Spähpanzer, sowas, was wir auch haben. Also er steht hier ziemlich massig, da werden wir noch nicht so schnell reinkommen. Und der Gegner hat auch noch Patrouillenboote. Da weiß ich nicht, wie weit die schießen können. Das ist auch noch so eine Gefährlichkeit. Die können hier tatsächlich bis zu unserer Fabrik hier ranfahren, wenn sie wollen, über die Flüsse, beziehungsweise bis zu unserer Hauptfestung. Also das, darauf wird zu achten sein. Wir haben sowohl in der Fabrik als auch im Depot als auch hier auch noch andere Einheiten, die wir noch gleich rausnehmen müssen. Aber ich denke, wir starten jetzt erstmal. Ich will jetzt hier noch nicht so offensiv vorgehen. Ich werde, glaube ich, den Zug nur ein Feld nach vorne setzen. Ich werde mit der Kavallerie möglichst schnell reingehen in die Fabrik. Werde mal hier diesen Wald besetzen. Ja, und jetzt ist die Frage, wie viel schicken wir hier rüber? Also es wäre cool, wenn wir eigentlich von hier aus diese Fabrik hier oben erobern können. Was allerdings eine mühsame Angelegenheit werden wird. Ihr seht, wie langsam, die können hier immer nur ein Feld ziehen. Ich schicke aber trotzdem
Na, ich denke, ich schicke hier tatsächlich drei Einheiten rüber. Während ich die... Ja, die, es wird nicht viel schneller sein. Die lasse ich hier mal als Flankenschutz. Die bringen wir hier mal so langsam nach vorne. Müssen wir mal gucken. So, dann natürlich der Spähpanzer nach vorne. Das ist ganz klar. So, dann bringen wir... Also wir müssen uns vom Fluss hier so ein bisschen fernhalten. Bringen wir die hier raus aus den Schützengräben. Also in Richtung Feind. Auf der Seite kommen wir hier eh nicht weiter, weil da keine Brücken sind. Es gibt im Prinzip jetzt hier nur diese Engstelle für diesen Hauptkampf dort in der Mitte. So, wir haben die Elite-Infanterie. Die kommt auch weiter. Wir brauchen unser Lastkraftwagen erstmal für was anderes. Das werden wir gleich sehen. Hier haben wir nämlich schon was drin, nämlich zwei mittlere Artillerie. Ihr seht es, 55 Kampfstärke und 5 Reichweite. Das ist schon sehr, sehr gut. Artillerie, das sei mal vorweg gesagt, Artillerie ist die absolute ultimative Waffe hier. Meines Erachtens ein bisschen unbalanciert. Erfahrung wird eine entscheidende Rolle spielen und wenn Artillerie voll Erfahrung hat, dann knallt sie fast alle Einheiten in einem Angriff weg. Das heißt, am Ende bleiben meistens nur die Artillerie übrig und ein paar Fußsoldaten, um die Gebäude zu besetzen. Mal gucken, wie es jetzt sein wird. So, was haben wir hier drin? Achso, ich will mal gleich hier den Lastkraftwagen hier rüberfahren, damit wir die Artillerie einpacken können. Wir gucken mal, was sich hier drin befindet. Hier haben wir nochmal zweimal Kavallerie, das ist gut. Die nehmen wir natürlich auch sofort raus. Packen wir sie hier hintereinander hin. So, was haben wir hier in der Fabrik? Da haben wir eine leichte Artillerie. Die können wir dann vielleicht beim nächsten Mal gleich in diesen Panzerzug einladen. Den habe ich nämlich euch noch gar nicht vorgestellt. Müssen wir gleich nochmal machen. Der kann... Ach nee, das ist kein Panzerzug, das ist ein Truppentransporter. Ja, der ist im Prinzip wie ein LKW, bloß halt auf Schienen. So, habe ich noch irgendwas übersehen? Ja, diesen LKW, den bringen wir auch mal nach vorne. Leider können wir den nicht zur zweiten Kanone ranziehen. Okay, soweit erstmal für unseren ersten Zug. Der Gegner hat ja keine Angriffe, deswegen hat er nichts gemacht. Dann wechseln wir mal die Seite. Und jetzt ist die KI dran mit Denken und Bewegen. Und diese Denkphase dauert meistens ein bisschen. Die werde ich vermutlich schneiden. Angreifen können wir nicht, aber was wir mal machen können, wir können schon mal gucken, was können wir eigentlich jetzt hier alles bauen. Das kann man nämlich, glaube ich, im Angriffsmodus. Ihr seht, wir haben 22 Rohstoffe insgesamt. Nee, das kann man doch nicht im Angriffsmodus. Kann man das im Bewegungsmodus? Das muss ich das nächste Mal ausprobieren. Habe ich vergessen. Also in der Fabrik kann man definitiv eigentlich was bauen. Man kann sich hier auch so eine Gesamtinfo nochmal anzeigen lassen. Wie viele Einheiten der Gegner hat. Ihr seht es, 41 auf der Gegnerseite. Und wir haben 22 Rohstoffeinnahmen pro Runde im Moment. Gut, dann signalisieren wir mal, dass wir fertig sind. Und dann lassen wir mal die KI hier denken und handeln. Okay, jetzt ist sie weit. Was ich ganz witzig finde, ist, dass die KI tatsächlich nicht einfach ihre Einheiten nach vorne, also zieht, sondern richtig, als wäre es ein Spieler. Also quasi mit den gleichen Menübefehlen. Das ist ganz erstaunlich. Und irgendwie ganz, finde ich ganz amüsant und sympathisch. Kann man das auch hübsch verfolgen? So, sehe ich das richtig? Hat er da zwei Panzerzüge? Ach du Schreck. Da müssen wir natürlich aufpassen. Er kommt über Schnee auch nur langsam voran, allerdings da hat er ein paar Lücken. Und hier in der Mitte schickt er natürlich seine Truppen nach vorne, um uns möglichst von der Fabrik abzuschneiden. Da positioniert er sich so, dass er jetzt gleich unseren Panzerzug angreifen kann, was natürlich unschön ist. Was ich weiß nicht, ob wir das hätten vermeiden können. So, da hat er sogar eine super schwere Artillerie. Und jetzt ganz lustig, er kann nur drei Sachen rausnehmen, geht aber immer rein und versucht alle rauszunehmen. Und jetzt hat er seinen Zug beendet. Gut, wir können nicht angreifen. Jetzt kommt der Moduswechsel. Genau, er hatte seine Bewegung. Wir haben Angriff, passiert nichts. Das heißt, erst jetzt sind wir dran. Und, ha, nee, er greift doch nicht an. Er ist doch nicht nah genug rangegangen. Genau, zwei Felder. Das ist sozusagen die erste Entscheidung, die wir jetzt zu treffen haben. Gehen wir jetzt mit dem Panzerzug in die gefährliche Reichweite oder machen wir das lieber nicht? Das Erste, was wir auf jeden Fall machen, wir gehen in die Fabrik rein.
Und ich hoffe, dass er die Fabrik jetzt nicht so schnell erreichen wird, sonst haben wir ein massives Problem. So, jetzt wird's knifflig. Wir machen erstmal die Easy-Peasy-Züge. Und zwar, das sind diese hier durch den Wald. Eigentlich brauchen wir nur eine Einheit, die dort wirklich die Fabrik erobert. Das wird jetzt mehrere Runden dauern. So, da rücken wir einfach schon mal vor, um Druck zu machen. Und hier bewegen wir uns mal. Ach, das ist ja auch neu für mich. Wir können mit der Kavallerie nicht in die Schützengräben. Macht, ja, ist irgendwie nachvollziehbar. Aber, naja, hätte man wissen können. So, jetzt ist die Frage. Attackieren wir schon oder nicht? Das ist die spannende Frage. Wir können eigentlich bisher nur mit unserem Spähpanzer vor. Und das ist mir ein bisschen zu... Nee, das gefällt mir nicht. Ich würde mal sagen, wir positionieren uns ein bisschen defensiver. Das heißt, wir gehen hier tatsächlich noch einmal zurück sogar. Jetzt ist die Frage vor allem die Kanonen. Wie bringen wir die am besten in Stellung? So, die... Von hier 1, 2, 3, 4... Ich glaube, bis hier kann sie schießen. Bis da wird sie jetzt nicht rankommen. Deswegen lade ich sie lieber ein, würde ich mal sagen. Lade ich sie mal lieber ein hier in diesen Lastkraftwagen. Und den fahren wir jetzt schon mal ganz schön nach vorne, damit wir das nächste Mal die Kanone gut ausladen können. Dann wird sie nämlich das übernächste Mal ins Gefecht eingreifen. Ja, die Frage ist, ob das... Okay. Ja gut, jetzt machen wir es so. Gut. So, wen bringen wir jetzt nach vorne? Die Elite. Die kommt hier hin, das ist okay. Die leichte Ari, die laden wir hier auch ein. Und bringen dann mit dem Zug in Richtung Front. Da können wir dann auch ein bisschen Druck machen. Okay, das wird sich hier alles maximal stauen, das sehe ich jetzt schon. Wäre ganz gut, wenn wir eigentlich die Infanterie hier links rüber bekommen würden, um die Schützengräben zu besetzen. Ach ja, ja, das wird eine knifflige Angelegenheit. Gehen wir einfach mal hier so rein. Mit denen... Ach, eigentlich müsste der Schützenpanzer, der Spähpanzer doch weg. Ach, schaut mal, da können wir zumindest hier hin. Dann räumen wir dadurch ein Feld frei, das ist gut. Auf der Straße können die sich sehr schnell bewegen. Ja, und hier, wir laden den auch in den Transporter und bringen den... Wollen wir es riskieren? Ja, wir riskieren das, bringen den dorthin. Ich denke nicht, dass die mit der Ari uns schon erreichen können. Hoffe ich zumindest. Wobei, er könnte uns natürlich mit dem Panzerzug erreichen. Das sehe ich gerade. Wenn er hier hinfährt, könnte er ganz frech dorthin schießen. Das wäre natürlich bitter. Aber ich weiß nicht, ob er sich das traut, so nah ranzugehen. So, jetzt will ich sicherheitshalber nochmal checken, ob ich jetzt hier in der Bewegungsphase was bauen kann. Nee, kann ich nicht. Wie war denn das mit dem Bauen, Leute? Rohstoffe. Vielleicht habe ich einfach noch nicht genug Rohstoffe, sodass mir das nicht angezeigt wird. Im Depot kann ich mit Sicherheit eigentlich nicht bauen. Also normalerweise ging das mit dem Baumenü so. Aber gut, es ist vielleicht so einfach, dass wir nicht genügend Rohstoffe haben. Vielleicht ist es auch noch nicht freigeschaltet in der zweiten Mission. Wir werden es sehen. Ich weiß gar nicht, ob man mit diesen Truppen überhaupt bestehen kann. So, mehr machen wir nicht in unserer Bewegungsphase, sondern gucken, was er jetzt tut. Wir erobern jetzt erstmal diese Fabrik. Hervorragend. Da werden Einheiten drin sein, die uns jetzt hier helfen. Jetzt hat er seine berühmte Denkphase und wir haben die Angriffsphase, die wir aber nicht nutzen können, weil keine Angriffsziele da sind. Ich check jetzt nochmal, ob wir jetzt inzwischen irgendwas bauen. Ja, tatsächlich. Aha. Also auf jeden Fall kann man in der Angriffsphase bauen. Und weil wir vermutlich nicht genug Energie hatten, wurde uns das nicht angezeigt. Jetzt geht es. Also ihr seht es, wie teuer hier irgendwas ist. Die Elite kostet 50, Kavallerie auch 35, die Infanterie und 45 der Wagen. Aber ich benötige diese Arten nicht. Ich würde als nächstes unbedingt eine schwere bauen, möglicherweise oder vermutlich sogar hier. Wir können auch mal gucken, was sich hier drin befindet. Eine mittlere, zwei Infanterie, also das ist hier eine richtig echte Verstärkung. Damit müssen wir diese Fabrik verteidigen, das ist die große Aufgabe. So, dann überlassen wir mal wieder der KI das Denken oder geben wir Zeit zum Denken. Na, das ging relativ schnell. So, und jetzt macht er den Angriff. Okay, er startet mit dem Angriff.
Uiuiui, er hat die Fabrik da auch bald erreicht. Da hinten zieht er ein bisschen zurück. Hat da auch eine Artillerie, was auch gefährlich ist. Okay, er bedroht uns direkt dort bei unserer Fabrik. Sichert hinten seine Position. Zieht mit dem anderen Panzerzug noch nach. Mhm. Okay. Für uns ist gut, wenn er möglichst seine Truppen so ein bisschen separiert fortschickt. Nicht massiert. Macht er aber leider nur teilweise. Die KI ist so, ich würde mal sagen, mittelmäßig. Also sie könnte besser sein, aber hat schon ein paar gute Sachen drauf. Ist jetzt nicht ganz ohne. Okay. Angriff können wir nicht. Er wird aber das nächste Mal angreifen. Er hat jetzt bewegt. Wir beenden. Und jetzt können wir nämlich genau sehen, was er jetzt in seinem Angriffszug macht. Das wird relativ schnell gehen. Er wird also hier zweimal unsere Kavallerie angreifen. Genau. Mehr, ja gut, er könnte von dem Zug aus natürlich auch mehr angreifen, aber er konzentriert sich. Das ist auch absolut sinnvoll. So, und jetzt würde ich sagen, jetzt stehen wir hier ein bisschen blöd. Ein bisschen, aber auch nur. Ich würde sagen, wir bringen die Kavallerie, ziehen wir zurück. Die wird beschädigt sein. Okay. Dann, was bringen wir nach vorne? Wir können unsere Elite-Infanterie nach vorne bringen. Wir könnten auch den Spähpanzer dahin bringen. Ah, die Elite kann darüber. Das ist noch besser. Dann geht die nämlich in die Schützengräben. Das passt mir ganz gut. Dann bringen wir jetzt hier zur Sicherung unseren Spähpanzer hin und laden hier, und das ist jetzt wirklich wichtig, das aus. Ist ein bisschen heikel dort, aber wenn wir das Heil dort über die Bühne kriegen, ist das kein schlechter Standort. Und dann ziehen wir den LKW zurück. So, dann haben wir hier auch noch was zum Ausladen. Nämlich die leichte Ari, die sich hier, die hier hinkommt. So, und dann haben wir noch eine schwere Ari drin. Und jetzt die Frage, packen wir dorthin? Gehen wir so richtig in die Vollen? Oder ist das eigentlich gar nicht nötig? Hm. Wir könnten auch die Elite dorthin packen. Ich glaube, das ist gar nicht nötig. Wir machen das mal so. Den ziehen wir hier ein bisschen zurück. Beziehungsweise wir können ihn auch in den Zug reinnehmen. Vielleicht auch ganz cool. Und hier holen wir jetzt die Artillerie raus und stellen sie dorthin. Da hat sie auch ein ganz gutes Schussfeld, würde ich mal sagen. So. Okay, dann gehen wir hier mal zurück. Weiter. Und haben uns jetzt hier, ja, ich weiß gar nicht, kommt man von hier dorthin? Bin mir nicht ganz sicher. Können wir mal ausprobieren, ob das geht. Wichtig ist jetzt, dass wir überlegen, wen ziehen wir hier raus. Und ich würde sagen, auf jeden Fall die Elite-Infanterie. Die muss jetzt hier die Stellung sichern. Das wird heikel genug. Dann kommt als nächstes die Kavallerie hierhin. Und wir müssen auch hier die Artillerie rausholen. Oh, das wird spannend. Das wird interessant. Die packen... Ah, was mache ich hier? So, nochmal rein. Nach oben. An sich ist diese Steuerung extrem gut durchdacht. Also dafür, für diese einfachen Verhältnisse, dass man das mit Tastatur steuert, ist ja schon ziemlich gut. Aber wie alles ist es auch eine Gewohnheitssache. So, gut, die ziehen wir irgendwie nach. Und ansonsten, wir gucken mal auf die Karte, ob wir noch was zum Bewegen vergessen haben. Ja, hier natürlich diese Einheiten, die im Wald hier voranschreiten müssen. Den verschneiten Wald. Haben wir hier irgendwie eine schöne Stellung, die wir beziehen können? Ich gehe jetzt mal hier hin, da könnten wir im Notfall auch noch hier nach rechts wieder rübergehen. Okay, dann sind wir eigentlich durch den Panzerzug, bewege ich nicht. Dann machen wir den Rundenwechsel und wir schauen jetzt mal, wie der Angriff läuft. Und wir erleben jetzt erstmal diesen animierten Angriff. Das werde ich aber nur ein paar Runden drin lassen. Einfach nur, um euch das zu zeigen. Dann werde ich ihn ausstellen, weil er doch sehr viel Zeit braucht. So, jetzt kommen seine Spähpanzer da an. Ich vermute mal, wir werden ein oder zwei verlieren. Er gegnet nur ein. Wir sehen es gerade. Ja, wir werden zwei verlieren. Ja, dafür ist er dann einfach doch etwas besser. Und wir liegen ungeschützt dort.
beziehungsweise haben weniger Panzerung. Und jetzt kommt der Panzerzug. Und jetzt hoffe ich einfach, dass wir überleben. Also die sind alle noch nicht erfahren. Also Erfahrung ist der entscheidendste Wert. Und man bekommt Erfahrung. Zwei Treffer, okay. Man bekommt Erfahrung für jeden Treffer gewissermaßen. Für den Schaden, den man macht, bekommt man eine. Und wenn man eine Einheit erledigt, bekommt man zwei Erfahrung. Und es gibt maximal nur fünf, glaube ich. Ja, gut. Also, das war seine Angriffsphase. Was jetzt gut war für uns, die Entscheidung, die zurückzuziehen. Das heißt, die hat jetzt schon zwei Erfahrung und muss dann einfach repariert werden. Und wir müssen jetzt angreifen. Und das muss jetzt auch gut überlegt werden, was wir machen. Mit diesen, ach ja, das Wichtige ist, mittlere Artillerie, wenn die sich bewegt hat, kann sie in der nächsten Runde nicht angreifen. Anders als leichte Artillerie. Und deswegen nutzen wir das. Und jetzt ist die Frage, wie können wir am besten, ja, ist nicht zulässig, wo können wir am besten jetzt massieren? Wir könnten vermutlich, also wenn wir auf Nummer sicher gehen wollen, dann können wir gewissermaßen mit allen Vieren, die jetzt hier angreifen können, den Panzerzug erledigen. Es kann aber gut sein, dass gar nicht so viel Power nötig ist, um das zu erreichen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich würde mal sagen, wir gehen vielleicht am Anfang mal auf Nummer sicher. Wir greifen mit der Artillerie an. Wir greifen mit dem Panzerzug an. Wir greifen mit der Elite an. Tja, und jetzt könnte man mutmaßen, dass es schon erledigt ist, das Ding. Tja. Es ist schwierig. Ich würde es trotzdem jetzt mal auf Nummer sicher gehen. Ich will den töten. So, und hier, weiß ich nicht, ist es klug hier anzugreifen? Ich meine, wir haben Elite, aber der Gegner hat mehr Einheiten. Aber ich glaube, wir greifen. Nein, solange. Ja, wir greifen an. Ich denke schon, das ist besser. So, der Gegner zieht und wird uns jetzt schön flankieren dort. Den Panzer zieht er zurück, interessanterweise. Oh, das wird ganz eng dort an der Fabrik. Der Kampf um die Fabrik wird ganz heikel. Wir gucken mal, was er noch so macht. Ich weiß nicht, ob das klug ist, jetzt einfach so Einheiten auch so zurückzuziehen, da an seinem Hauptquartier. Ich meine, er ist sicher damit. Aber in der Regel, glaube ich, ist es sinnvoll, wenn man möglichst an den Flaschenhälsen dann wirklich massiert und alles reinbringt, was man hat, ne? Da zieht er zum Glück ab. Das ist schön. Das ist erfreulich. Ach so. Wir sind ja wieder im Angriff. Das heißt, ich gucke mal, ob wir jetzt hier. Ja, wir können die große bauen. 85 kostet. Die haben wir genau perfekt zur Verfügung. Bauen wir. Produziert müsste in der nächsten da sein. Die ist ganz wichtig für uns. Ja, sehr schön. Ja, vielleicht hätte man das auch noch so bewegen müssen, dass wir die gleich hätten einladen können. Aber gut, jetzt ist es so, wie es ist. Habe ich noch irgendeinen Angriff übersehen? Nee, habe ich nicht. Dann machen wir den Rundenwechsel und wir schauen jetzt, was unsere Angriffe bringen. Erstmal die leichte Artillerie auf den Panzerzug. Ich schätze, sie macht einen Schaden. Das ist meine Vermutung. Ja. Genauso trifft es ein. Interessanterweise, diese Schätzung, diese Erinnerung ist noch voll da. Also, das hat man noch ganz gut im Gefühl. So, na gut, hier würde ich sagen, jeweils ein Schaden. Ja, genau. Insofern, ach Gott, ihr hört leider nebenbei immer meine Mails ankommen. Entschuldigt das bitte. Insofern ganz gut, dass wir wirklich mit allen vier Einheiten angegriffen haben. Wir müssten den Panzerzug eigentlich jetzt erledigen. Hoffe ich eigentlich mal. Ja, da sehen wir sehr schön unsere Schützengräben. Der Gegner macht kein. Macht einen Schaden. Schade. Und wir machen auch nur einen Schaden. Das enttäuscht mich jetzt ein bisschen. Ich hätte von der Elite-Infanterie jetzt schon ein bisschen mehr erwartet. Und jetzt ist die Frage: Bekommt der Spähpanzer es hin, zwei Panzerzüge zu killen? Ich fürchte, das wird nicht klappen. Ich fürchte, das wird nicht klappen. Wobei der Angriff von der Straße uns einen kleinen Vorteil gibt. Wir nehmen immerhin keinen. Doch, auch einen Schaden. Das ist bitter.
Wir haben es noch nicht mal hingekriegt, den Panzerzug zu erledigen. Eieieiei. Ich weiß gar nicht, ob er sich entfernt hat. So, jetzt kommt hier unsere Elite-Infanterie, die angreift. Na, ein bisschen Glück, machen wir zwei Schaden. Nee, auch hier nur jeweils ein Schaden. Nee, doch, zwei Schaden, alles klar. Ja, das hätte ich mir jetzt auch. Alles andere wäre enttäuschend gewesen. Sagen wir es mal so. So, der Gegner hat jetzt auch eine Fabrik eingenommen. Wird da entsprechend auch nachziehen. Zwei Fabriken hat er eingenommen. Wird natürlich auch entsprechend produzieren können. Wird Zeit, dass wir unsere Waldfabrik auch bald mal einnehmen. So, jetzt werden wir massiv angegriffen. Obwohl es geht. Er teilt sich da ziemlich aus. Er baut, das ist ganz interessant. Ich habe gar nicht gesehen, was er da gebaut hat. Also zwei Sachen baut er gleich. Naja, so, wir müssen uns bewegen und wir haben nicht so viel Bewegungsspielraum. Das muss man gleich mal dazu sagen. Ja, also die Kanone kann ich nicht weiter bewegen. Die will ich ja jetzt zum Einsatz bringen. Insofern würde ich mal sagen, bewegen wir mal die Elite hier hin und holen eine neue Infanterie da raus. Und die Kavallerie kommt da, glaube ich, nicht weg. Nee. Ah, man kommt tatsächlich von hier da durch, sehe ich gerade. Ja gut, dann muss es so stehen bleiben. Leider gibt es nicht wie bei Panzergeneral oder Panzerkorps, dass hier die Artillerie die Einheiten unterstützt. Das ist leider nicht der Fall. So, jetzt ist die spannende Frage. Wie bewegen wir uns? Der Spätpanzer wurde, glaube ich, angegriffen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir ihn wegbewegen wollen. Die Kavallerie bringen wir natürlich rein, um sie zu reparieren. Wir holen die neue Schwere raus. Leider kein Transportding hier in der Nähe. Da haben wir, glaube ich, ein bisschen verpennt, die Sache. Hier gehen wir mal einen vorne, einen nach vorne. Und hier haben wir doch auch noch irgendwie so eine Einheit reingebracht. Die kann aber nur in die Umgebung ausgeladen werden. Dann müssen wir leider die leichte Artillerie auch nach vorne bringen. Ist aber okay. Du kommst auch raus. Ich glaube, wir sollten hier knallhart durchrotieren. Das heißt, den wieder nach hinten fahren. Fürs nächste Mal bringen wir auf jeden Fall die LKWs hier irgendwie ran. Ja. Beziehungsweise einen hier, einen dort. So, und dann, ja, holen wir jetzt die Elite nach vorne. Die würde ich gerne auch eigentlich auf der anderen Seite mal haben. Obwohl, nee, wir bringen sie mal dahin, das ist okay. Dann rückt die Kavallerie ein bisschen nach vorne, die Kanonen bleiben stehen, weil jetzt beginnt unsere große Kanonade. Hier können wir mal die Seite wechseln, das ist gut. Das ist gut, der Spähpanzer rückt ein bisschen nach vorne, okay. So, mehr Bewegung ist hier zumindest nicht drin, aber hier nähern wir uns langsam aber sicher der Fabrik. Hier will ich. Was haben wir hier? Hier kommt der Gegner uns entgegen. Interessant. Da könnte er uns schon. Da müssen wir jetzt aufpassen. Da kann er uns schon mit der Kanone erreichen. Da weiche ich mal etwas zurück, um hier lieber gemeinsam anzugreifen. Es gibt Flankierungsbonus. Das ist schon wichtig. So, interessant ist, dass er mit dem Panzerzug. Ich habe nicht drauf geachtet. Nee, er ist ja nicht weggefahren. Nee, er kann ja auch nicht mehr wegfahren. Das heißt, der wird mit Sicherheit erledigt sein. Das ist erfreulich. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier mal den Rundenwechsel und schauen uns an, was seine Angriffe bringen. So, Kavallerie gegen Kavallerie. Er steht im Wald, aber das, glaube ich, hat für ihn keinen Nachteil, aber auch keinen Vorteil. Müsste jeweils einer tot gehen, würde ich sagen. Ja, was ich übrigens bis heute nicht weiß, ob es tatsächlich irgendeinen Zufallsfaktor dort gibt oder ob das im Prinzip klar ist, was da rauskommt, aufgrund der Berechnung. So, unsere Kavallerie. Ach, wisst ihr was? Das war ein Fehler. Die Kavallerie hätte ich zurückziehen müssen und einfach durch eine
durch eine Infanterie tauschen müssen. Er wird zwei vermutlich von uns erledigen. Nee. Nee, nur eine. Okay, dann hat sie sich gut gehalten. Dann hat sie sich gut gehalten. Vielleicht überlebt sie das, wenn ich sie das nächste Mal zurückziehe. So, und der eine Panzerzug kämpft gegen den Spähpanzer. Okay, das ist Selbstmord. Ich glaube, den sollten wir erledigen. Das ist praktisch. Sparen wir uns einen Angriff. Ja, sehr gut. Da hat die KI nicht ganz so gut agiert. Das muss man definitiv sagen. Gut, und Infanterie gegen Elite-Infanterie. Unsere, glaube ich, schon mit einer Erfahrung, mit ein bisschen Glück, erledigen wir auch zwei von ihnen. Ja, und er wird eine erwischen, sodass wir auch bei vier sind, aber dann stehen wir im Wald. Nee, drei, oh, das ist nicht gut gelaufen. Das ist nicht gut gelaufen. Ich hoffe, sie überlebt das. So, dann machen wir noch unseren Angriffsmodus und jetzt wird's lustig, denn jetzt haben wir Artillerie zur Verfügung und zwar eine Masse hier vorne an der Front. Dreimal mittlere. Allerdings wird diese am Anfang noch nicht so stark sein, weil sie halt nur keine Erfahrung hat entsprechend. So, jetzt müssen wir gucken. Er hat seinen nächsten Panzerzug schon wieder rangezogen. Mhm. Dann sollten wir auf jeden Fall den angreifen mit unserem Panzerzug. Dann mit unserer leichten Artillerie würde ich sagen auch den Panzerzug angreifen. Und mit der Elite-Infanterie auch nochmal hinterherziehen. Aus dem Graben heraus. So. Dann haben wir dreimal Artillerie. Und jetzt müssen wir uns hier vor allem verteidigen. Das ist ganz wichtig. Wie schaffen wir am besten Entlastung? Wir gucken mal, wo kann die hinschießen? Das ist jetzt das nächste Wichtige. Okay, dann würde ich sagen, feuern wir hier auf den Charon, der schon angeschlagen ist. Der wird dann drei haben. Feuern wir nochmal. Dann wird er zwei haben. Und dann greife ich mit der Infanterie an und mit der Kavallerie. Und dann müsste erledigt sein. Und dann haben wir die mittlere Ari noch. Und da greife ich mal hier an. Und da setzen wir dann mit unserer Elite, mit der Dreier, kann man das verantworten, danach zu setzen? Nee, ist mir zu riskant. Mit der greife ich nicht an. Die wird vermutlich auf jeden Fall noch einen verlieren, wenn wir angreifen würden. Die versuche ich lieber zurückzuziehen und einfach nur die zu schwächen. Gut, dann schauen wir mal, was er macht. Er tauscht dort auch munter die Einheiten vorne aus. Den zieht er weg, aber der wird erledigt sein. Da sichert er. Kanonen zieht er nach. Da kommt die nächste Angriffswelle. So, die zieht er auch ab. Das ist ganz gut. Mhm. Okay. Hat er noch die dicke Wumme rausgeholt? Die hat er ja nicht gebaut gehabt, ne? Die war da drin, glaube ich. Oh Gott, was ist denn da alles drin? Das ist ja massiv. Oh mein Gott, sechs Einheiten, die da rauskommen. Wow. Also ihr merkt, das wird ein harter Kampf, der mal gerade eben erst begonnen hat. Da kann er jetzt nicht mehr raussetzen, versucht es aber witzigerweise immer mit jeder Einheit wieder weiter. Oh Gott, und drei Kanonen da hinten. Da haben wir ja keine Chance, irgendwie vorzugehen. Also da müssen wir in der Fabrik, wenn wir die erobert haben, auch ordentlich Artillerie bauen. Um ihm da irgendwie überlegen zu sein. Ich lasse mal immer noch diese Zwischensequenzen an. Irgendwie finde ich die doch ganz cool. Und jetzt gibt es noch ein paar Einheiten, die wir auch noch nicht gesehen haben. Also weiter geht's. Vor allem unsere Artillerieangriffe. Auf den Panzerzug, der dann neu hinzugekommen ist. 5 gegen 6. Allerdings kann der andere, glaube ich, nicht zurückschießen. Weil wir aus der Ferne anschießen, machen einen Treffer und gewinnen dadurch wieder an Erfahrung. Jetzt müsste unsere, ich weiß gar nicht, erinnere ich mich richtig, unsere leichte Artillerie kommen.
Genau. Die hat noch 6 Stück und auch ein Punkt Erfahrung. Mit ein bisschen Glück machen wir 2 Schaden. Aber wir haben kein Glück. Der Zug ist einfach zu gut gepanzert. So, und jetzt kommt unsere Elite-Infanterie, die schon angeschlagen ist und die jetzt auch Schaden nehmen wird, weil da wird er zurückschießen. Aber ich denke, es ist trotzdem sinnvoll, das zu tun. Ja, einen Schaden haben wir bekommen. Schaffen die wenigstens 2 aus der Nähe? Nein. Also die sind hart zu knacken, muss man einfach mal sagen, die Panzerzüge. Nun gut. So, es geht weiter mit der mittleren Artillerie. Ihr seht immer farbig dort, welche Einheiten gerade oder welche auf wen schießt oder so. Wer jetzt beteiligt ist am Kampf, wollte ich sagen. So, 2 Treffer oder nur einer? Ja, es ist auch so, je weiter die Artillerie weg ist, umso weniger Schaden macht sie. Es gibt also auch sogar noch so einen Entfernungseffekt. Und wie gesagt, wenn sie noch keine Erfahrung hat, dann ist sie, ja, ist sie auch noch nicht besonders stark. Aber wir wollen jetzt vor allem unsere Artillerie stark machen und dann jeden Gegner wegpusten, der da so auftaucht. So. Insofern wird das vermutlich auch nur ein Schaden werden. Aber wir hatten, glaube ich, noch einen Nahkampfangriff, oder? Ja. Und jetzt können wir sogar ein bisschen Glück haben und möglicherweise das Ding komplett vernichten. Das wäre großartig, weil der hat ihn weggezogen gehabt. Insofern wäre das jetzt die Absicherung, dass er nicht repariert werden kann. Los, kommt, legt euch ins Zeug, Leute. Ah, nee. Es ist so gut gepanzert, das Ding. Und unsere Einheiten ohne weitere Erfahrung. Schade drum. Oh, aber wir haben noch einen Angriff gehabt. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gut mitkalkuliert. Und das ist natürlich sehr wertvoll. Ich hoffe, die Kavallerie bekommt jetzt keinen Schaden. Ja. Nein! Oh, verdammt. Verdammt, das wäre schön gewesen. Jetzt hat sie aber richtig fett Erfahrung bekommen. Hat jetzt, glaube ich, schon 4 Erfahrungspunkte. Und wird damit zu einer echt wertvollen Einheit, die wir schnell reparieren sollten. Und hier, das ist so eine Art Entlastungsangriff auf die Infanterie, die im Wald ist. Ich hoffe, dennoch ein Schaden einstecken wird. Oh, sogar 2. Ja, das kommt, weil wir jetzt näher dran sind. Boah, sogar 3 Schaden. Ey, das ist ja richtig gut gelaufen. Dann hätte ich natürlich mit der Elite-Infanterie doch angreifen sollen. Aber okay, gucken wir mal, was er jetzt für eine Angriffszüge macht. Mit der angeschlagenen Einheit greift er an. Okay. Er macht jetzt nur. Das ist ja ganz erfreulich. Das heißt, er greift hier an, da wird er sterben. Er opfert jetzt gewissermaßen die Einheiten. So, das heißt, wir können eigentlich einmal durchrotieren. Wir bringen die Kavallerie zurück zum Reparieren, würde ich sagen. Wir bringen. Eigentlich müssten wir alles ein bisschen. Was haben wir denn jetzt hier noch? Was können wir rausbringen? Wir haben nur eine Infanterie, um jetzt hier. Oh ne, das geht nicht. Wir können nicht alle wegschaffen. Können wir hier von der Seite irgendwas nachziehen? Ja, können wir. Dann geht es vielleicht doch. Dann geht es vielleicht doch. Die wird sterben. Die ist jetzt keine Gefahr. Okay, dann machen wir das so. Wir ziehen tatsächlich jetzt alle weg. Die kommt dahin. Die werden alle repariert. Ich hoffe, ich habe das richtig in Erinnerung, dass das auch in Fabriken geht. Aber es wird schon klappen. So, der geht dahin. Und die Einheit kommt dahin. Dann haben wir das geschützt. Die wird jetzt sterben, weil sie da angreift. Das müsste dann so gut gehen, würde ich mal sagen. So, jetzt müssen wir überlegen. Die wurde angegriffen. Die muss in Sicherheit gebracht werden. Die müssen wir zurückziehen, was nicht geht. Wir können sie höchstens hier hinziehen. Vielleicht sollten wir erstmal checken, wer stattdessen dorthin ziehen kann. Kann die darüber kommen? Nein, kann sie nicht. Kann die von hinten nachrücken? Das würde gehen. Okay, dann machen wir das so. Dann wird die hier in Sicherheit gebracht und wir rücken von hinten nach. Ich will jetzt wirklich erstmal im Moment keine Gebietsgewinne haben. Ich will einfach mit der Artillerie jetzt alles abräumen, was geht. Deswegen. Ah, nee, doch nicht. Ah, ich dachte, die Schwere wäre schon hier einsatzfähig. Nee, die müssen wir leider erstmal reintun. Ah, wie weit können wir jetzt damit fahren? Ziemlich weit.
Das geht, das ist okay. So, den Vierer, den würde ich gerne eigentlich zur Reparatur bringen, aber im Moment kann er da nicht hinfahren. Warum nicht? Und hatten wir nicht hier auch... Ah, den hätte ich reparieren müssen. Das habe ich vergessen in der Angriffsrunde. Daran muss man denken, Leute. Daran muss man denken. Er kommt da nicht rein. Das sollten wir aber machen. So, der Spähpanzer könnte noch hier vorrücken. Ich finde, das ist sogar eine ganz gute Idee. Da können wir noch ein bisschen Angriffspower mit an die Front bringen. So. Und hier? Hier sind wir ein bisschen zurückgewichen, weil der Gegner hier ziemlich übermächtig ist. Jetzt haben wir ein Problem. Wir müssen, wenn wir jetzt da reingehen, ich weiß nicht, ob der dann in seinem Zug da auch reingehen kann. Oder ob wir das... Das ist jetzt richtig ein bisschen blöde, die Situation. Da bin ich mir jetzt sehr unsicher über die Regel eigentlich. Einfach nur mal. Ich ziehe den mal hier ran. Ich könnte jetzt auch verzichten, hier in die Fabrik zu gehen. Sondern mich hier hinstellen. Dadurch blockiere ich den Weg dorthin. Komme aber selbst natürlich nicht rein. Warte mal, mal überlegen. Also wenn wir jetzt hier hingehen, dann würden wir am Ende, und er könnte dann schon, glaube ich, reinziehen in seinem Zug. Und dann weiß ich gar nicht, was passiert. Dann verlieren wir alle Einheiten, die da drin sind. Nee, das Risiko können wir nicht eingehen. Dann machen wir das so. Postieren wir uns so, dass er definitiv nicht dahin kommt. Puh, okay. Gucken wir mal. Haben wir Einheiten nicht bewegt? Ja, sogar sehr viele, aber das hat auch seinen Sinn. Okay, ich freue mich schon auf den nächsten Artillerieangriff. Der wird dann nämlich schon ein bisschen heftiger werden. Immerhin haben die alle jetzt eine Erfahrung gewonnen. Ja. Die haben wir da rein bewegt. Die können wir nicht mehr bewegen. Also ewig wie die Schwere zum Einsatz bringen, das dauert noch ein bisschen. Na gut, dann sind wir am Ende des Zuges und machen den Wechsel und schauen mal, wie seine Angriffe laufen. So, da gehe ich ja fest davon aus, dass er da sterben wird. Mit ein bisschen Glück verlieren wir nichts. Ja, das war's erstmal mit ihm. Und wir bekommen tatsächlich keinen Schaden. Vielleicht war es ein bisschen übertrieben, dass wir die Einheit weggezogen haben, aber sie wird jetzt nochmal angegriffen. Die hat eigentlich jetzt richtig an Erfahrung gewonnen. So, und da bin ich gespannt, wie wir hier, ob wir hier überleben überhaupt. Im Schützengraben sollten wir eigentlich ein bisschen geschützt sein. Wir machen auf jeden Fall Schaden und kriegen nur einen Schaden. Sehr gut. Haben noch drei und jetzt greift, glaube ich, noch eine Kavallerie an. Aber wir liegen, wie gesagt, im Schützengraben. Auch wenn sie voll ist, sollte sie uns jetzt eigentlich nicht vernichten. Zumal wir doch einiges an Erfahrung jetzt haben. Ja, wir machen zwei Schaden. Und der Gegner macht nur einen Schaden. Sehr gut. Das ist gut gelaufen. Keine eigene Einheit vernichtet, das ist immer wichtig. Dadurch schenkt man dem Gegner nämlich ansonsten ziemlich viel Erfahrung. So, und jetzt geht es weiter. Hier haben wir uns so ziemlich gut befreien können. Jetzt will ich mal nicht vergessen zu reparieren. Ich gucke mal, ob das so geht, wie ich mir das vorstelle. Hier war das gar nicht, sondern im Depot. So, genau. Was kostet das Reparieren? Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt 65. Jetzt habe ich 50. 12 hat das gekostet. 50 ist interessant. Naja gut. Ich würde mal sagen, wir greifen jetzt erstmal knallhart diese Kavallerie dort an. Mit drei Einheiten. Müssten wir auch noch einen Angriffsbonus bekommen, weil wir uns gewissermaßen gegenseitig hier unterstützen. So, und jetzt ist der Moment gekommen, wo wir mal die gegnerische Artillerie in den Blick nehmen müssen. Hier greifen wir an. Mit dem Panzerzug werden wir immer noch versuchen, den anderen Panzerzug zu erledigen. Ich bin mir nicht sicher, ob das klappt, ne? Deswegen müssen wir jetzt irgendwie auf Nummer sicher gehen, dass das definitiv hinhaut. Wie machen wir das? Indem wir mit der Infanterie noch hinterher greifen, würde ich sagen. Das ist okay. So, dann haben wir hier eine Artillerie noch frei. Damit können wir die Kavallerie attackieren.
dann setzen wir mit der Elite-Infanterie nach. Oder nee, vielleicht erstmal mit dem besser gepanzerten. Wir gucken mal kurz, was er jetzt zieht, nur um zu wissen, was jetzt gefährlich wird. Okay, da geht er ran. Die zieht er weg. Aber weit kommt er nicht. Mhm. Da kommt er mit der Artillerie nah. Okay. Gut, warte mal, Leute. Kein gültiges Ziel. Was habe ich jetzt eigentlich hier? Ich weiß gar nicht, wen ich gerade ausgewählt habe. Vermutlich den Panzer, ne, oder? Ich will eigentlich diese Wahl mal abbrechen. Das geht normalerweise auch. Aber fragt mich nicht, wie. Hm. Kein zulässiges Ziel. Ich wollte mir den Panzer zuerst angreifen. Leute, ich kann diesen Befehl nicht abbrechen. Normalerweise eigentlich nur die Leertaste drücken. Scheint aber irgendwie nicht zu funktionieren. Dann greife ich halt an. Ja. Dann wird der Panzer danach attackieren. Gut, okay. Dann haben wir jetzt nochmal zwei Artillerie zur Verfügung, die wir auch unbedingt einsetzen sollten. Und ich würde weiter die gefährlichste Einheit hier angreifen, nämlich die gegnerische Artillerie. Ja, das machen wir. Vielleicht kriegen wir sie sogar schon zerlegt. So, damit haben wir jetzt eigentlich alle Angriffe gemacht. Wir können hier noch überlegen, wollen wir was tun? 6 gegen 4. Ach, kommt, ja klar. Machen wir. Und dann haben wir doch hier Einheiten zurückgezogen, die wir reparieren wollten. Die Dreier-Kavallerie ist uns wichtig. Wir haben nur noch 35. Die Dreier-Elite reparieren wir auch. Gut. So, und jetzt ist der Moment gekommen, wo ich, glaube ich, die Szenen mal ausstellen werde. Ihr habt gesehen, wie sie sind. Aber die Kämpfe werden jetzt immer umfangreicher und heftiger und... Ja, das dauert schon ganz schön lange. Früher hat es noch viel, viel länger allerdings gedauert. Da musste man teilweise, ich glaube beim Amiga, wenn man keine Festplatte ordentlich hatte, musste man die Disketten wechseln vor den Szenen. So, wir können mit F9 hier die Kämpfe ausmachen. Das machen wir jetzt. Und dann schauen wir mal, wie unsere Sachen ausgehen. So, hier sehen wir 4 erledigt. Es geht jetzt relativ schnell. Das war aber erstaunlich gut. Damit habe ich nicht gerechnet. 2 erledigt. Sehr gut. Damit ist die Kavallerie kaputt. So. 1 erledigt von der Leichten. Genau, die hat mir angegriffen. So, der Panzerzug ist nicht hin. Gut, dass wir nochmal mit der Infanterie angreifen. Ich hoffe, das reicht dann auch. Das ist dieser Angriff. Jawohl. Und damit haben wir sie erledigt. Der ist auch aus dem Weg. So, jetzt die... Boah, die Leichte ist ja schon richtig gut drauf. Die wird jetzt hier richtig abräumen. Die Mittlere macht nur 1 Schaden bei der leichten Artillerie, die wir angegriffen haben. Nochmal dasselbe, auch nur 1 Schaden, aber schon ziemlich schwer beschädigt. Und dann greifen wir nochmal Infanterie an und kriegen noch einen vom Gegner weg. Das ist okay, der hatte schon einiges an Erfahrung. So, jetzt, wo greift er an? Er greift mit der Leichten... Okay, er greift diese eine Infanterie massiv an. Und dann baut er dort irgendwas. So, das heißt, welche war das jetzt? Das war, glaube ich, die, ne? Die können wir schon mal zurückziehen. Falls sie überleben sollte, muss sie repariert werden. Und wir holen jetzt unsere eigenen Truppen wieder raus, die wir repariert haben. Bringen wir mal dorthin. Und kann ich die auch noch bewegen? Nein. Nee. Immer wieder bitte zurück. Ah ja, jetzt geht es. Zumindest den Bewegungsbefehl kann ich... Ich könnte aber die noch hier in den Wald schicken. Dann hilft sie uns zwar nicht beim Angriff. Ah, vielleicht mache ich das auch nicht, sondern ich schicke sie dorthin. Dann haben wir noch eine Angriffsstärke mehr und schicke jetzt unsere Elite-Kavallerie hier raus. Die sehr, sehr wichtig ist jetzt. So, dann haben wir die Bewegung gemacht. Was ist das hier nochmal für eine Einheit? Da war noch eine drin. 5er. Achso, die hatten wir eigentlich relativ unnötigerweise da reingetan, weil wir dachten, die kriegt mehr Schaden. Naja, es ist wie es ist. So, jetzt müssen wir gucken. Ich würde mal sagen, im nächsten Zug ist diese leichte Artillerie kein Problem mehr. Das heißt, wir können hier an dieser Stelle etwas vorrücken, meines Erachtens.
Die müssen wir hier in Sicherheit bringen, die Elite. Allerdings dauert das, ehe die irgendwo ist, wo wir sie da wegtransportieren können. Ja, jetzt ist die Frage, wie weit gehen wir nach vorne? Ich würde tatsächlich sagen, wir wagen uns jetzt schon mal einen richtigen Schritt weiter. Wir bleiben hier auf den Gleisen stehen. Na, beende das mal kurz nochmal. Genau. So, die Kavallerie würde ich nämlich dann tatsächlich hier hinbringen. Ist sie da schon in der Reichweite der anderen Artillerie? Ja, müsste man erzählen, habe ich keine Lust, aber ich denke nicht. Ich habe nämlich den Plan, direkt hier unsere schwere Artillerie schon direkt hier hinzustellen. Damit haben wir sie dann richtig krass weit vorne. Das wird eine Freude sein. So, perfekt. Dann wird sie ausgeladen. Und stellt sich dann hier vorne hin. So, damit haben wir jetzt eine sehr, sehr gute Artillerieposition. Allgemein, die Kavallerie... Achso, die wollten wir irgendwie nach hinten bringen. Ja, geht leider nur sehr, sehr langsam, diese Aktion. Hier unsere Leichte, die kann bei Zeiten dann mal hier links rüber scheren. 1, 2, 3, um da ein bisschen Entlastung zu bekommen, was aber schwierig wird, wie wir gerade sehen. Wie sieht es aus, wenn wir die Schwere hier sogar links rüberbringen? 1, 2, 3, 4. Nee, das bringt noch nicht so viel. Okay, jetzt ist auf jeden Fall erstmal wichtig, diese Fabrik endlich einnehmen und hier so ein bisschen aufpassen. 1, 2, 3. Hier wären wir in Reichweite. Das heißt, wir ziehen uns hier mal zurück. Okay, ich merke doch, dass wir hier nicht in die Offensive gehen können. Der Gegner steht dort einfach zu stark. Hier ist sozusagen unsere Power mit der Artillerie und die werden wir auch ausnutzen und von hier alles wegknüllern. Würde ich mal sagen. So, haben wir hier noch irgendwas repariert? Nee, hier war nichts drin. Hier ist die Kavallerie, die ist repariert, die bringen wir raus. Und hier haben wir den leicht angeschlagenen Spähpanzer, den können wir vielleicht nochmal reparieren. Ja. Ich weiß nicht, ob wir es wagen können, hier rüber... Nee, können wir auch. Geht gar nicht. Ich kann hier nicht hinziehen. Dann bleibt es dabei. Die könnten uns übrigens sehr unangenehm gefährlich werden. Ich weiß gar nicht, warum die KI die nicht nach vorne bringt. Die könnten hier unsere Artillerie bekämpfen. Darauf habe ich gar nicht geachtet im Moment. Gut. Hier ist soweit alles in Ordnung. Dann schauen wir mal, wie seine Angriffe laufen. So, die Leichte erledigt nur ein von uns. Die wird aber die nächste Runde nicht erleben. So, jetzt ist die Frage, überleben wir das? Ja, der macht keinen Schaden. Wir machen nur einen Schaden, sehr gut. Jetzt aber zwei Schaden, aber das müsste es eigentlich gewesen sein. Das heißt, die Truppe überlebt. Die hat man, glaube ich, auch zurückgezogen, ne? Ich hoffe, ich habe daran gedacht. Okay. Die Fabrik haben wir besetzt. Ich bin mal gespannt, was bei uns drin ist. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Können wir uns das schon mal angucken? Ja, müsste eigentlich, weil wir ja jetzt die Fabrik besitzen. So, was ist drin? Eine Leichte und zwei Infanterie. Die dritte ist ja jetzt gekommen. Ja, wir haben 57. Ich würde gerne auf jeden Fall hier eine ganz dicke Ari bauen. Das heißt, wir sparen mal Punkte, bevor wir die einsetzen. So, jetzt ist die Frage. Was machen wir wie? Jetzt werden wir hier ganz schön bedrängt von gegnerischen Truppen, aber zuerst kommen wieder unsere Fernkampfeinheiten. Ich würde mal sagen, die kann eh nur das angreifen. Ich weiß gar nicht, ob sie Schaden bekommt, wenn wir eine benachbarte ein. Ah nee, das ist der Panzer. Ja, jetzt will ich wieder was anderes machen, Leute. Und jetzt kann ich das wieder nicht abbrechen. Ich fasse es nicht. Also es muss irgendwie ein Steuerungsfehler sein. Normalerweise kann man mit einem einfachen Leertaste könnte ich das normalerweise abbrechen. Aber das scheint nicht zu funktionieren. Das heißt, man darf nie sich verklicken. Vorhin ging es mal. Das ärgert mich jetzt wirklich ein bisschen. Dadurch verursache ich jetzt unnötigen Schaden hier beim Spielpanzer. Ja, es macht keinen Sinn, das jetzt hier kurz geht nicht. Lang geht nicht.
Dann müssen wir den Angriff jetzt so machen. Ah, ist doof. Das ist doof. Hätten wir natürlich zuerst mit der Artillerie angreifen müssen. Oh Mann, ey. So. Die müsste aber jetzt auf jeden Fall erledigt sein. Okay, dann haben wir wieder unsere drei mittleren. Und da ist es jetzt wirklich wichtig, dass wir die kaputt machen. Wie viel? 2 Erfahrung haben die schon. Okay, jetzt zieht mit der Infanterie da rein. Das ist ganz interessant. Die zieht er weg. Und da geht er tatsächlich in die Offensive. Und da kommt er schon mit seiner mittleren. Unsere muss bis dahin so gut sein, dass wir sie einfach, dass wir sie irgendwie abfangen können. Gut, wir lenken jetzt auf jeden Fall die Ari darauf. Und ich würde glatt mal sagen, die zur Sicherheit auch noch. Ich weiß nämlich nicht, ob er das mit einem Schuss schafft. So. Und jetzt können wir Folgendes machen. Jetzt, was nehmen wir uns jetzt vor? Wir haben hier schon 2 Erfahrung. Also ist die Frage, greifen wir die Elite-Infanterie an oder die Infanterie an? Ich tendiere dazu, dass wir damit die Elite angreifen. Dann hier... Ach nee, das... Jetzt kommt es wieder. Dann nehmen wir die dafür. Und mit den beiden... gehen wir hier noch rein. So, dann haben wir, glaube ich, alle denkbaren Angriffsziele ausgenutzt. Ja. Wir sind bei 57. Raustun kann ich sie erst später. Ich wollte jetzt Ressourcen sparen, um hier eine dicke Wumme uns zu leisten, dort drüben. Insofern ist hier unten noch irgendwas. Ne, da haben wir, glaube ich, repariert. Da muss ich noch rausbewegen. Ja, dann geht es weiter. Indem unsere Angriffe kommen. Ja, das war das der kleine Fehler von mir. Naja, ein Panzer hat es dadurch erwischt. So, der hat den erledigt. Okay. Damit ist der Panzerzug jetzt absolute Elite. Sehr gut, dass wir 2 Angriffe gemacht haben, weil eine leichte Ari ist übrig geblieben. Das bringt uns auch ordentlich Erfahrung für die mittlere Ari. Sehr gut. Hohoho, eine nur übrig. Das hätte ich gar nicht so gut eingeschätzt. Dann ist die auch hin. Und dann kommen die 2 Elite-Angriffe noch auf die im Wald. Und schon mit einem Angriff erledigt. Auch das hätte ich nicht erwartet. Okay, hervorragend. Wie greift er jetzt? Oh, er kann mit der Dicken angreifen. Das habe ich nicht beachtet. Und unsere Kavallerie ist ziemlich in Beschlag genommen. Gut möglich, dass die nicht überlebt. Deswegen werde ich sie mal nach hinten ziehen. Da brauchen wir aber jetzt Ersatz. Sonst steht unsere dicke Wumme da ziemlich isoliert da. Kann die Kavallerie vielleicht dahin? Ja, kann sie. Sehr gut. Ich würde sagen, ansonsten ist das jetzt nicht der Moment, wo wir jetzt weiter vorrücken. Im Gegenteil, wir müssen uns vor der dicken Wumme ein bisschen in Acht nehmen. Wir packen die mal hier rein und fahren dort in Richtung Reparatur. Können wir dann in der nächsten Runde ausladen. Perfekt. So. Okay, solange wir hier noch Ziele haben, lassen wir mal die Kanonen noch hier stehen. Die haben nämlich noch Ziele. Und dann bringen wir die Elite hier mal in den Wald. Und jetzt müssen wir aufpassen. Die wird nämlich auch langsam Ziele haben. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, aber wir können sie auch erreichen. Das ist die Aufgabe der schweren Artillerie, die auszuschalten. Das wird die nächste Aufgabe sein. Und die Frage ist mit unserer Elite-Kavallerie, wie weit wollen wir da vorstoßen? Wir machen uns, exponieren uns natürlich damit massiv. Die wird dann weiter schießen können. Die nervt da oben richtig. 2, 3, 4, 5, 6. Meines Erachtens dürfte sie hier nicht hinschießen. Aber da kann der Bunker hinschießen, verdammt. Der Bunker wird dorthin schießen können. Das heißt, vermutlich ist der Bunker das nächste Ziel. Die Infanterie bringe ich auch mal raus. Haben wir hier noch... Wir haben doch hier noch ganz gute Einheiten. Ja, hier habe ich nicht repariert, aber absichtlich, weil ich
ersparen wollte. Ich muss mal überall durchgucken, ob irgendwo noch einsatzfähige Einheiten sind. Hier können wir auch später noch reparieren. Hier ist nichts. Aber jetzt geht's hier los. Jetzt bringen wir erstmal hier die Einheiten raus. Die leichte Ari wird als nächstes kommen, ja. Die anderen werden vermutlich keinen Platz haben. Ja, wir können hier leider... Das ist ganz unglücklich hier, dieser Wald. Wir können da tatsächlich immer nur eine nach dem anderen... Eine nach der anderen rausbringen. So, wo ist die Ari? Die ist nach oben abgezogen. Das heißt, wir können hier tatsächlich so ein bisschen... Ja. Das ist, glaube ich, hier gut. So, dann bin ich ganz zufrieden. Dann bin ich ganz zufrieden mit der Situation jetzt hier. Und ich würde sagen, wir... Ja, wir beenden. Und schauen mal, was er so trifft. Mit der dicken Wumme trifft er gleich mal zwei. Kriegt dadurch eine Erfahrung. Das ist jetzt echt... Da müssen wir echt aufpassen. Unsere Kavallerie wird das nicht überleben. Sehe ich jetzt schon. Das wird unser erster Verlust sein. Eine bleibt noch, aber er greift nochmal an. Ja. Da ist sie hin. Naja, gut. Das ist verschmerzbar. Zumal er jetzt... Also... Es wird jetzt immer krasseren Schaden geben. Aufgrund der zunehmenden Erfahrung. Das ist schon irgendwie... Die Erfahrung ist hier schon ganz cool gemacht. So, jetzt mache ich erstmal mit, greife ich jetzt erstmal mit denen an, wo ich wirklich weiß. Okay. Da müssen wir uns jetzt nur überlegen, wen wir jetzt angehen. Die hat 3 Erfahrung. Ich würde mal sagen, die ist ja jetzt schon richtig gut. Die müsste die fast schon erledigen. Und wir ziehen dann mit der noch nach, falls das nicht klappt. So, soweit das. Der Panzerzug. Der nimmt sich die vor. Oder die. Der hat auch schon richtig gut Erfahrung. Fast ein bisschen schade, die zu erledigen. Der wird wahrscheinlich sogar mehr Schaden machen. Nehmen wir mal die und setzen dann hier nochmal nach. Okay, das ist unsere neue Kavallerie. So, wir machen aber weiter mit unseren Artilleries. So, jetzt habe ich ja gesagt, der Job dieser Schweren ist es, die zu attackieren. Oh, die Schwere steht da richtig gut. Da ist uns ein ganz gutes Manöver gelungen, dass wir die dort platzieren konnten. Okay, wir können tatsächlich auch hier schon angreifen. Das gefällt mir. Die müsste fast schon erledigt sein. Auf jeden Fall können wir da sogar nachsetzen mit der, um da sicher zu gehen. So, hier haben wir ja schon so eine Elite-Einheit, diese 5er. Die wird das vermutlich auch schon im Alleingang machen. Deswegen mache ich jetzt Folgendes. Ich werde jetzt mit der erledigen, die Elite, und hier nochmal nachsetzen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir schon in der Lage sind, mit einem Schuss die rauszunehmen. Deswegen mache ich das sicherheitshalber nochmal. So, dann greifen wir hier an. Dann hier. Setzen sicherheitshalber hier nochmal nach. Wobei, das wird schon locker reichen. Okay, und können wir hier schon schießen? Ja, tatsächlich. Sehr gut. So, damit haben wir jetzt hier unsere Angriffe gemacht. Jetzt muss ich gucken, ob wir hier bauen können. Das war falsch. Das ist unsere Fabrik. 94. Ja, müssten wir eigentlich können. Dann mache ich das auch. Und zwar eine dicke. Dann haben wir hier nämlich auch eine Artillerieüberlegenheit. Wir haben noch 9, damit können wir hier nicht viel anfangen. Müssen dann in der nächsten Runde ein bisschen ziehen. So, damit haben wir unsere Angriffe erledigt. Wir beobachten mal gespannt, was er jetzt noch so fabriziert. Er zieht weitere Infanterie nach, das ist völlig okay. Gut, gehen wir nochmal in unseren Angriff. Ja, sofort erledigt. Super, damit ist die jetzt auf maximale Erfahrung und ist wahnsinnig gefährlich. Genauso wie der Panzerzug. Der wird alles wegknallen jetzt. So, der wird nur eintreffen, klar. Das geht jetzt erst los mit der Schweren, aber trotzdem wichtig, dass er das gemacht hat. Auch das ist erledigt. Da hätten wir gar nicht mehr nachsetzen müssen. Mit der nächsten.
Ja, sehr gut. Einer bleibt noch übrig. Ach so, da war das, wo wir nach. Ja, da war es doch richtig, nochmal zu schießen. Hat das gut hingehauen. Und die Elite hat ihn komplett weggeknallt. Wow. Hätte ich nicht erwartet. Hier machen wir erstmal nur einen Treffer. Das ist so. Gut, jetzt wird er seinen Angriff machen. Mit der mittleren geht er auf die Kavallerie, das ist okay. Mit dem Bunker geht er auf die Kavallerie, das ist okay. Gut, damit ich es nicht vergesse, werde ich diese Sache schon mal machen, nämlich diese Kavallerie in Sicherheit bringen. Die ist nämlich wirklich wichtig und gut. Ziehen wir sie einmal zurück. Und dann, liebe Leute, machen wir an dieser Stelle erstmal wieder einen Schnitt und sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielleicht können wir in der nächsten Folge jetzt aufgrund unserer großen Angriffspower über unsere Artilleries, vielleicht können wir da schon den entscheidenden Durchbruch landen. Schwierig wird dieses Manöver hier, diese dicke Wumme auszumanövrieren. Bei den dicken Dingern ist es so, dass sie sich selbst übrigens nicht bewegen können, sondern dass man, da braucht man dann immer Zugfahrzeuge und die haben die dort nicht. Vielleicht müssen wir sie gar nicht ausschalten, wir werden einfach uns hier schön vorbeischleichen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Naja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, euer Steinwallen.